Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von mir von Eintopf. Ich zeige euch heute, wie ihr das Anomalie-Rätsel am Nedehamsee hinter euch bringen könnt und werde damit euch jetzt gleich einmal durchgehen. Ihr seht hier gleich die Position auf der Karte, wo ich mich befinde. Wir sind in East Anglia und wir sind, wie gesagt, da an dieser Rätselposition und können jetzt uns diese Anomalie anschauen. Und wie immer beinhaltet diese Anomalie, dass wir mit Layla über ein Hindernisparcours uns begeben und diesen dann auch abschließen. Am Ende des Tages ist der hier, muss ich sagen, tatsächlich gar nicht mal so schwer. Ihr müsst sehr, sehr stark darauf achten, dass ihr nicht irgendwie komplett irgendwo daneben springt, denn in diesem Fall habt ihr das Problem, dass ihr gegebenenfalls von vorne anfangen müsst. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ klar, was ihr hier tun könnt. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier bei mir einfach mal zuschauen, wie ich das Ganze löse. Ihr habt es gerade gesehen, ihr könnt tatsächlich mit Layla über Wasser laufen. Also man weiß nicht, ob sie da Jesus ist oder was auch immer. Nichtsdestotrotz machen wir uns jetzt auf hier zum ersten Part dieses Rätsels. Und dazu seht ihr dann hier, wie gesagt, diese Konstruktion, die sich in den Himmel streckt. Und wir nehmen jetzt die ersten paar Parcours-Hindernisse einfach mal so vor uns an. Ich glaube, dieser Teil sollte für niemanden ein großes Problem sein. Als nächstes, ihr seht es bereits, fangen die Dinge an, sich ein wenig zu bewegen. Das ist dann natürlich so ein bisschen stärkere Schwierigkeit, aber immer noch, glaube ich, relativ klar. Hier gehen wir auf der rechten Seite lang und hier haben wir dann die nächste bewegliche Plattform gleich vor uns, und zwar genau hier. Dann müsst ihr also einen ganz kurzen Moment gegebenenfalls abwarten, bevor ihr rüberspringt. Aber prinzipiell sind die Entfernungen auch so nah, dass ihr da eigentlich eine relativ gute Chance habt, dass euch da an dieser Stelle nichts passiert. Wie gesagt, bisher alles sehr, sehr einfach. Das bleibt auch noch eine ganz kleine Weile so. Hier haben wir dann die nächste bewegliche Plattform. Da müsst ihr warten, bis sie möglichst weit unten ist, damit ihr drauf gehen könnt. Und dann, dass sie möglichst weit oben ist, damit ihr rüberspringen könnt. Und hier genau das Gleiche. Ganz kurz abwarten, rüberspringen und das war es soweit eigentlich. Hier habt ihr zwei, die sich ein bisschen gegeneinander verschieben. Gleiche Spielchen wie eben. Immer mal ganz kurz warten. Von der einen auf die andere springen, wie ihr es hier seht. Und dann rüberspringen. Soweit, so gut. Hier sehen wir jetzt eine instabile Struktur, die allerdings für uns aktiviert ist, wie ihr es seht. Und diese müssen wir tatsächlich jetzt einfach nur nutzen, um darüber zu springen. Da kann euch tatsächlich dabei gar nichts passieren. Ihr habt unten gesehen, da haben wir dann diesen Laserstrahl. Den müssen wir gleich benutzen, um ihn weiter in eine andere Richtung zu lenken. Hier ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen zu weit springt und runter geratet. Und hier habt ihr dann, wie gesagt, euren Strahl. Und der muss auf dieses mittlere Gebilde gerichtet werden. Die anderen, die drehen sich hier nur im Kreis. Das heißt, ihr wartet einfach ganz, ganz kurz ab, bis die an der Position sind, an die ihr diese braucht. Springt dann in die Mitte und springt dann noch weiter in die Mitte auf die instabile Struktur, die ihr gerade aktiviert habt. Und dann könnt ihr es euch mehr oder weniger aussuchen. Entweder springt auf den hinter euch oder vor euch. Ist eigentlich am Ende des Tages egal, denn die beiden bewegen sich auf derselben Bahn. Ihr fahrt einfach ein Stückchen weiter und ihr seht hier jetzt, wo es weitergeht. Einfach rüberspringen nach oben und damit habt ihr diesen Teil hinter euch gebracht. Und dann geht es ein ganz kleines Stückchen weiter nach oben und von da ebenfalls relativ einfach weiter. So, und jetzt kommt ein spannender Part, der vermutlich schwierigste in dem Ganzen, also jetzt nicht das speziell, sondern insgesamt, denn es gibt hier die Sache, dass ihr oben seht ihr, wie sich die ja, diese Dinge ebenfalls im Kreis bewegen und ihr müsst warten, bis tatsächlich der Laserstrahl hier durchgeht und euch das aktiviert und dann versuchen, so schnell wie möglich hier an die nächste Stelle zu kommen, denn irgendwann wird er wieder deaktiviert, wenn sich oben die rotierenden Plattformen einfach ein bisschen weiter bewegt haben. So viel dazu, das haben wir also schon mal hinter uns gebracht. Jetzt gehen wir hier links hoch. Ebenfalls relativ klar und dann habt ihr hier ebenfalls wieder einen Laserstrahl, den ihr ausrichten könnt und diesen richtet ihr jetzt nicht dahin, wo ihr gerade hochgekommen seid, sondern auf diese mittlere Plattform und da habt ihr die gleiche Problematik, die ihr gerade bereits einmal hattet, und zwar ist das die Problematik, dass ihr gucken müsst, wenn sich die Plattform hier vor und zurück bewegen, dass auch dieses mittlere Ding aktiviert ist. In diesem Fall warte ich tatsächlich nochmal einen Moment ab. Ihr seht, gleich wird der Laserstrahl unterbrochen und der Plattform in der Mitte wird deaktiviert und sobald sich wieder eine Lücke ergibt, werde ich mich hier in die Mitte bewegen, da seht ihr es, und kann von da dann weiterspringen auf eine weitere Plattform. Vermutlich wäre es in dem Fall sinnvoller gewesen, auf die andere zu springen, damit ich mir eine weitere Ehrenrunde hätte sparen können. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt einfach weiter in einem Kreis, bis wir dann da auf die nächste Plattform am anderen Ende springen können.
aus meiner Sicht, wie gesagt, eins der eigentlich so der schwierigste Teil dieses ganzen Rätsels. Prinzipiell immer noch relativ einfach, aber da muss man schon ein bisschen gucken, dass man nicht blöderweise irgendwie in einer Position ist, wo man dann nicht mehr weiterkommt. Ja, so viel dazu. Wir gehen jetzt weiter nach oben hier. Das ist ebenfalls relativ klar. Immer nur weiter nach oben klettern und dann hier an dieser Position geht es dann weiter. Ihr seht die bewegliche Plattform, die da auf euch zukommt. Und von dort könnt ihr euch dann im Anschluss hier nach oben bewegen. Da warte ich nochmal ganz kurz drauf. Ne, genau, wir müssen hier noch weiter. Nach oben geht es erst gleich. So, hier geht es nämlich dann hoch. Da war ich ein bisschen zu schnell. Und von dort geht es dann wieder in die Mitte. Und dann letztlich nach oben. Und hier habt ihr dann ebenfalls noch eine kleine Treppe. Hier noch einen Weg nach oben. Okay. Und seid ihr jetzt eigentlich gleich angekommen. Da oben befindet sich dann die Anomalie. Und damit habt ihr dieses Rätsel auch schon hinter euch gebracht. Wenn euch dieses Troll geholfen hat, gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Assassin's Creed Valhalla Tutorial Video oder in anderen Videos wieder. Das war's von mir. Macht's gut. Bye, bye. Wir sehen uns.